Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing, das ist das Solos-Projekt. Und oh mein Gott, wir stehen vor einer drohenden Dehydration. Was ist denn da los? Trinken wir doch mal schnell was. So. Unsere aktuelle Auf. Zieht hier ein Sturm auf. Unsere aktuelle Aufgabe ist. Erkunden Sie den Turm. Ich hoffe, wir laufen hier nicht in den Sturm rein. Wäre ein bisschen suboptimal. Moment des Lichts. Ist ja eigentlich ganz cool hier. Hier könnten wir schlafen. Wollen wir das? Nö. Ein Schwert, vier Schlüssel. Haben wir das? Nö. Wir haben einen Schlüssel. Hier sollen irgendwo noch drei sein. Können wir trinken? Das ist gut. Ein Schwert, vier Schlüssel, okay. Aber wo sind die? Da hinten ist eine Höhle. Turmteile sehe ich. Müssen wir jetzt nichts. Was ist das denn? Eine Pflanze? Okay. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Naja, wir laufen einfach mal. Eine Höhle. Eine Höhle. Können wir Wasser nachfüllen? Stockduster ist es. Und was haben wir hier? Relikt der Nahrung. Resistenz gegen Hunger. Plus 1%. Super. So, eigentlich könnten wir hier eine Runde schlafen, aber wir gehen trotzdem weiter. Einfach weil wir es können. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn wir jetzt hier Turmteile einsammeln. Der Turm ist ja ganz am anderen Ende irgendwo da hinten. Wie kriegen wir das denn da hin? Cargo-Manifest, Feuerzeug. Rucksack, Leuchtstab, Kissen, ganz schön viel Zeug. Und VHS-Tapes, weil, irgendwas spielt hier Musik. Sieht hier nach einem weiteren Modul aus. Alles so verschwommen. Warum? Das war blaues. Oh oh. Komm jetzt hier wieder Meteoritenschauer. Irgendwas Blaues da, okay. Holen wir uns das doch.
abgelieferte Turmteile 8 von 17. Wasser nehmen wir auch mit. Dosenpfand. Inventory full. Amons Bericht 1 von 11. Tag 1. Tag 1 der wichtigsten Missionen in der Geschichte der Menschheit. Unsere Abreise wurde live in alle Kolonieschiffe übertragen. Ich glaube, sogar die Parasiten haben zugesehen. Sie haben sich jedenfalls nicht gestört. Die paar vereinzelten Schiffe in der Nähe vom Bug auf Steuerbordseite. Planmäßig treffe ich in 2 Wochen die eine Hälfte der Crew, um ihre mentale Stabilität zu prüfen. Henriksen und ich haben ursprünglich geplant, die Gruppe aufzuteilen, aber wir hatten Probleme. Montserrat, Joachim und Frederik weigern sich, an den Treffen teilzunehmen. Oh, warum das denn? Eine Tauchermaske. Zeit unter Wasser plus 10%. Brauchen wir ein Rohr jetzt gerade? Aber jetzt gerade zwar nicht, aber irgendwie so. Irgendwann bestimmt wieder. Sollen wir mal eine Wasserflasche fallen lassen? Trinken wir vorher und lassen dann fallen. Nehmen dafür das Rohr mit. Schlafmangel. Ich denke mal, wir sollen da hinten hingehen. Ich würde auch gerne hier noch so ein bisschen erforschen. Vielleicht finden wir noch ein paar Tagebucheinträge. Dann sollten wir uns auch zum Schlafen hinlegen. Da ist ein riesiger Fuß. Was macht denn da ein riesiger Fuß? Nee, wir gehen jetzt erstmal hier schlafen. Legen wir uns hier mal hin. Gute Nacht. Stockduster. Stockduster ist es. Liegt hier noch irgendwo ein Schlüssel rum? Nö. Ah, es sieht doch schon geil aus, oder? Boah. Hammer. Gefällt mir echt sehr gut. Was sind das für Geräusche? Habe ich die Taschenlampe noch dabei? Ich habe die irgendwo liegen lassen, oder? Ja, war klar. Gruselig. Verdammt gruselig, dieser Planet. So ein wirkliches Objective habe ich nicht, ne? Baue einen Funkturm, ja. Mit abgelieferte Turmteile 9 von 17. Falscher Taste. 9 von 17. Leuchtet hier irgendwas blau? Leider nicht. Okay. Sollen wir jetzt warten, bis es wieder hell wird, oder? Aber waren hier nicht 2 blaue Signale? Ich gehe mal wieder ein Stück zurück. Irre ich oder war hier nicht noch so ein blauer Blip auf dem Radar? So. Ja, war wirklich nur einer.
Ist aber echt eiskalt hier. Vielleicht sollten wir uns doch einen Unterstand suchen. Minus 32,5 Grad. Jetzt gleich erfrieren war. Geil. Einfach nur geil. Machen wir uns mal ein Feuerchen. Was ist da hinten? Was leuchtet da? Und warum? Nee, das ist ja echt nichts für mich. Gänsehaut pur. Wir hätten doch warten sollen, bis es wieder hell ist. Na komm. Können wir anzünden? Nein. Gut. Dann warten wir jetzt hier, bis hell ist. Hilft ja nichts. Und dann machen wir einen kurzen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen die Insel erkundet. Ist ein bisschen kürzer die Folge diesmal. Und gebt mir ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt eine gute Nacht und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!